This is a true love. This is a true love. Maria, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, heute geht's mal um diese Opferhaltung. Die Opferhaltung, die so viele Leute einfach an den Tag legen, wenn man irgendjemanden trifft. Oh, ich bin ja so arm dran. Ich habe Krebs, ich habe Diabetes, ich habe das und Kopfschmerzen und mein Auto ist verreckt und was weiß ich, alles Mögliche. Diese Opferhaltung, in der sich jeder befindet, so jeder andere kann was dafür, dass es ihm so schlecht geht, aber nicht du selber. Das ist diese Opferhaltung. Ich denke, man muss dahin kommen, dass man wieder Verantwortung für sich selber übernimmt. Das ist das Wichtigste, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Und sich mal wirklich zu überlegen, was kann mir das sagen? Puh, ja, dieser Extrembeispiel ist zum Beispiel ein Raucher. Raucher da, Kippe im Mund, Loch im Hals und zieht noch an der Kippe. Und so ist es bei vielen Sachen. Und wenn man sein Leben nicht verändert, dann kann man keine anderen Ergebnisse erwarten. Wenn ich alles mache wie bisher, dann sind die Leute immer, warum kann ich nicht alles machen wie vorher? Nur, dass es mir wieder gut geht. Ja, anscheinend hast du das, was du vorher gemacht hast, das hat dich ja wahrscheinlich dahin gebracht, dass du jetzt da bist, wie wo du bist, wie es dir geht. Und das hat dich ja anscheinend krank gemacht. So wie du vorher gelebt hast, davon bist du krank geworden. Das heißt, du musst jetzt anders leben. Du kannst nicht erwarten, das Gleiche zu machen wie vorher. Wieder weiter auf deine Arbeit zu rennen wie vorher, dich dabei beschissen zu fühlen, auf eine Arbeit zu gehen, die dir keinen Spaß macht. Das zu essen, was du vorher schon gegessen hast. Immer noch die gleiche beschissene Luft zu atmen. Keinen Sport zu machen. Es ist meistens so offensichtlich. Ja, und diese Opferhaltung bringt einen eben keinen Schritt weiter. Dass immer die anderen schuld sind, dann wären die Politiker dran, das Essen gesund zu machen. Warum informierst du dich nicht einfach und isst gesünder? Und integrierst es jedes Mal, wenn du weißt, hey, Weißmehl ist nicht so toll. Esse ich jetzt Vollkorn statt Weißmehl? Hey, ist Korn überhaupt das Richtige für einen Menschen? Ist Kochen überhaupt das Richtige für einen Menschen? Lauter so Dinge. Und dann ist es nicht dran, dass die Politiker irgendwie sich drum kümmern müssen, dass in normalen Gerichten kein Zucker und Salz mehr drin ist, weil es ist überall, was du im Geschäft kaufst, Zucker und Salz drin. Und ja, lest einfach jede Zutatenliste durch. Jede Zutatenliste durchlesen, wenn Zucker oder Salz drin ist, lass den Scheiß weg. Und da führt nichts dran vorbei, sich die Zutaten durchzulesen. Außer man isst das Ganze einfach gar nicht mehr. Das ist dann das Beste, aber wenn man so weit ist, dann ist man eh schon so weit, dass man das eh schon weiß. Und ja, aber ich denke, man sollte einfach aus dieser Opferhaltung rauskommen. Und die Verantwortung nicht auf irgendjemand anderen schieben. Oh, wenn mein Mann nicht so wäre, dann könnte ich jetzt meinen Urlaub genießen und was weiß ich. Nein, warum ist er denn so? Warum spiegelt er dir das? Man soll sich immer genau das raussuchen, was man selber verändern kann. Ja, und diese Opferhaltung bezieht sich eben auf alle Themen. Sei es die Ernährung, sei es Sport, Gesundheit allgemein. Und ja, ich kann nicht erwarten, dass ich das Gleiche mache, wie ich mein ganzes Leben lang gemacht habe. Irgendwann ist halt mal Schluss. Irgendwann sagt der Körper mal, nee. Und dann wird man krank. Und Krankheit wird dann auch wieder missinterpretiert. Krankheit ist super. Krankheit heißt, dass dein Körper sich wehrt, dass er die Gifte losbekommen will. Dann lass deinen Körper machen, unterdrück eine Krankheit nie, nur im äußersten Notfall. Und ja, schau, was du verändern kannst in deinem Leben.
Und das ist ja meistens so offensichtlich, du musst es einfach nur tun. Einfach nur langsam die Ernährung ändern, immer gesündere Richtung, immer vollwertiger, keine verarbeiteten Lebensmittel, dann immer weiter dahin gehen, dass man immer mehr roh isst und so weiter, immer weniger essen, mal fasten, Einläufe, Darmreinigung. Und dann muss man wissen, was Krankheit ist. Habe ich ein anderes Video zu gemacht. Eben schon, gerade noch mal kurz erklärt. Und ja, dann dürfen wir natürlich nicht auf eine scheiß Arbeit gehen, die einem keinen Spaß macht. Wie soll man gesund werden, wenn man Dinge macht, die keinen Spaß machen, die einem, ja, tu, was du liebst und lieb, was du tust. Also, ja, auch das, was man tun muss, muss in Anführungszeichen, soll man einfach lernen zu lieben. Und ja, aber bei den meisten Dingen muss man erstmal schauen, was man überhaupt möchte und mal ein Reset machen. Die meisten Leute rennen einfach auf eine Arbeit, die sie nicht wirklich erfüllt, um mit einer Familie zurechtzukommen, die sie auch nur notgezwungen, so, ja. Puh, die Freundin war halt, ne, Topmodel nicht abbekommen und zweite Wahl oder so. Und jetzt ist man schon so lange zusammen, ist halt bequem oder was? Ja. Bequem, aber macht sich wirklich glücklich. Das, was einen wirklich glücklich macht, muss nicht das Bequemste sein, ne? Ist es auch meistens überhaupt nicht. Und ja, ist bei jedem unterschiedlich eben. Auf was ich hinaus will, schiebt nicht immer die Fehler auf andere Leute, sucht bei euch selber. Was macht es mit mir? Was weiß ich, wenn dich deine Frau betrügt, warum? Warum? Und warum soll sie dich überhaupt nicht betrügen? Hä? Was stört dich überhaupt daran, wenn deine Frau mit jemand anderem schläft? Was ist so schlimm daran? Willst du deine Frau irgendwie besitzen? Ich denke, ja, wahre Liebe lässt frei. Und keine Ahnung, kein Mensch gehört dir. Und meistens ist genau die Situation, genau das, was dich ärgert, genau das, was du lernen sollst. Und ja, entweder man verlässt die Situation dann, wenn es einem nicht gefällt, man ändert sie oder man akzeptiert sie. Alles andere ist total doof. Wieso sollte ich in einer Situation verweilen, die mir nicht gefällt? Wenn ich da drin verweile, dann sollte ich es akzeptieren und lernen, damit umzugehen. Aber alles andere ist einfach nur Quatsch. Das war's dazu. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.